Na gut. Dann rennen wir einfach mal rein. Ja, ich denke schon. Irgendwelche Fische zum Fotografieren? Ich glaube nicht. Ich könnte von dir Fotos machen. So ganz geheime Aufträge hier. Na komm. Gehen wir später rein. Hey, der Otter ist nochmal hier zum Fotografieren, falls wir ihn zu Hause vergessen haben sollten. Hier sind auch nur die Marienkäfer vom Anfang. Hey Paige, los geht's. Mach dich nützlich. Schock, nichts passiert. Wir werden seine Erdwürmer schon finden. Niom. Ach, Erdwürmer, ja. Will ich gerade, was meint sie? Aber ja. Hauptsächlich diese Fotos. Jade, kannst du bitte mal kommen? Ich habe was Wichtiges zu erzählen. Muska, Sarpora, whatever. Ja, gar, keine Ahnung. Danke, Jade. Fliegen sind verkannte Wesen. Also groß wie die Fliegen hier sind, mache ich mir andere Sorgen. Was ist los, Paige? Irgendwelche Ideen? Jetzt ist wohl ein guter Moment, um dir meine neueste Erfindung zu zeigen. 2 Jahre Arbeit unter größter Geheimhaltung. Das Ergebnis der Arbeit meines Lebens. Meine kleinen Juwelen, die Jetboots. Sie laufen mit selbstgemachtem Biotreibstoff. Hier ist die Tasche mit Druckmethan. Und in der Sohle sind die 2 Turboreaktoren. Um sie zu starten, musst du einfach den Hintern zusammenkneifen. Das Transportmittel der Zukunft. Ich warte auf dein Signal, Jade. Das klingt gefährlich. Bonk. Naja, so oder so ähnlich. Haha. Cool. Wenn die beim Zusammenkneifen des Hinterns automatisch losgehen. Stell dir mal vor, du musst plötzlich auf Toilette und kneifst zusammen. Einfach damit, naja, nichts rauskommt. Und du fliegst auf einmal los. Ups. Falls du noch eine Vorführung möchtest, lass es mich einfach wissen. Ja, ist schon. Wow, warum hast du mir das verheimlicht? Naja, ich arbeite ja noch daran. Änder bloß nichts mehr, die sind perfekt. Perfekt nicht unbedingt, aber ja, I guess. Ach, schön Autosave. Das hilft sehr oft, das Spiel. Alles gut. Gut gemacht, Jade. Ich wünschte, ihr würdet die Münder bewegen, wenn ihr auf einem im Feld redet, ey. Hey, da hätten wir nochmal diese Viecher zum Fotografieren, hätte ich euch verpasst. Oder? Na, Name gibt es. Hey, Jade, da ist die Karte. Mach ein Foto. Probier mal deinen Scanalyzer. Scanalyzer? Das war ein geiler Name. Fotografieren, was? Posieren in PH? What? Aber das war doch gar nicht. Na gut. Aha. Na gut, er posiert wie das. Er posiert, wenn man Kamera aktiv hat. Ich habe zwar nicht ihn fotografiert, aber er hat das wohl gerade gemacht, als ich ein Foto gemacht habe. Na gut, random Erfolge sind random. Sieht ihr, Mädchen? Ui. Jetzt! Mohaha. Lebewesen, ne? Lycoperdon Fugfiru wird aber. Ui, ja, Firu. Verblüffendes Foto, Jade. Okay, yeah. Dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden.
Ich könnte jetzt fragen, wie man eine Perle überweist. Allerdings hat sie die erste Perle auch digitalisiert. Siehst du? Dein Jetboots-Angriff lockt sie aus ihren Löchern. Ja, aber sei vorsichtig. Sie beginnen zu glühen, wenn sie sauer werden. Naja. Du hast ja am Anfang ja diese Kugel digitalisiert. Das heißt, die haben eine Technik und Gegenstände, naja, come on. Die Masse von Gegenständen zu entfernen, wa? Wait, Tasten. Zeit für den Hammer! Wenn du einen Hammer benutzen würdest, würde ich den Spruch verstehen, aber so. Amen. Was? Anemonia mutabilis. Mutabilis. Sei oder vorsichtig mit diesen Mutier. Ich glaube, ich werde jedes Viech versuchen vorzulesen und dabei Fehler machen. Hellenische Backen zahlt 5 Einheiten für jeden Materiekristall. Oh, Materiekristall. Ich werde es prompto an die Bank transferieren. Sie zahlen mucho dinero für jeden Kristall. Bravo. Ah, unsere unendliche Geldquelle des Spiels. Wenn man die Geduld dafür hat. Hey Jade, komm, schau dir das an. Wir werden ein paar Werkzeuge brauchen, um durchzukommen. Können wir das Schwein gegenwerfen? Wir sind in einer alten Mine. Da sollte es doch einen Werkzeugschuppen geben. Ja. Könntest du recht haben. Auf geht's! Yay, Geld. Wollen wir das voll brauchen? Kein Problem. Na? Ey. Ah, dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Dann sollst du auch nicht das Tor machen, sondern das hier. Jetboots-Attacke! Sag wann, Jade! Jetzt gar nicht mehr. Liege. Aber. Na komm, Schweinchen. Kommst nicht durchs Gitter. Gib's auf. Oh mein Gott! Ah. Ich weich aus. Weg von mir. Autsch! Nicht auf mich! Fleck Lemon! Fang gar nicht an! Ah, von mir, elendes. So. Krokrach. Krokrachsax, whatever. Krokrax? Egal was, du solltest nicht in ihre Nähe kommen. Ja, ein Foto machen ist wichtig genug. Danke! Hilfendes Herz. Ah, ja. Was war das? Krokrax, hier werden noch mehr sein, Jade. Sie greifen immer in Zweier- oder Dreiergruppen an. Oh oh. Danke, automatische Kamera. Ich hätte das sonst nie gefunden. Also, als Neuling vielleicht. Brauchst du Hilfe? Ja, schon. Ich wünschte, Jade würde selbst fragen. Also, ne? Bonk. Was bist du denn da? Keine Ahnung. Mein Gott! Qualen! Eier! Macht euch bereit, euren Schatz! Senja und Utrisa, whatever. Ah, diese kleinen Medusas. Lichter im Schatten. Naja, oder Zeit. Alicia Splendun, Splendens, whatever. Wunderbar. Dann versuch ich's. Normalerweise leben Alicias im Wasser. Einfach mal!
an, Jade! Wow. Ihr seid andere, ja. Oh Gott, Flair, whatever. Ich versuch's gar nicht die mehr. Die Großen sind Mutanten. Sei vorsichtig. Hol sie dir, Mädchen! Tschüss. Wow. Ich warte auf dein Zeichen, Jay! Hau doch mal was. Was mit denn? Ne? Nicht auf mich! Fleck Nemmel! Steh ja nicht im Weg. Sag einfach wann, Jade! Wann? Jetzt! Hey. Noch was? Die Musik sagt. Haben wir etwas übertrieben, hm? Das ist genau die Art von Tierberichten, die ich mag. Tschö. Wenn du das sagst. Kein Problem. Ja, dann mach mal. Autsch! So ist Fuß gebrochen. Diesem Schuppen sollten wir was finden können. Dann schau dich mal um. Und noch eine Fliege. Kebabs. Na, schau an. Hier, das überlasse ich dem Experten. Wow! Eine Barranco D53, sogar mit Seitenschneider ausgestattet. Das ist was für mich. Oh, da ein Schneider dran. Naja. Öffnet die Augen. Die Alpha-Abteilung ist der Komplize der Doms. Werdet Mitglied im Iris-Netzwerk. Wenn du das sagst. Ich meine, jetzt ohne irgendwas zu wissen, klingt das nach Propaganda und nichts anderes. Los geht's! Na dann beweis mal, dass das Ding auch nützlich ist. Wer's kann, der kann's. Keine Gnade für Gitter. Wo haben wir noch das andere gesehen? Brauch ich ein paar Dingens hier? Nö, nicht wirklich. Du wunderst mich. Ich glaube, du bist auch so eine. Ich glaube sehr wahrscheinlich, du bist auch so eine Erneuerung. Aber wo krieg ich den Code her? Das weiß ich noch nicht, muss ich sagen. Also, woher auch? Wieder Kleidung drin. Und eine Disc, okay. Und ein Traumfänger? Warum? Ob ich auf den Code irgendwo hier zu finden ist? Oder bei den online gucken muss? Oder über einen Ubisoft-Erfolg oder sowas vielleicht bekommt? Ich weiß es nicht. Ich habe viele Möglichkeiten. Wir können ja mal eine Minute uns umschauen, ob uns irgendwas auffällt. Irgendwas wirft was Neues. Ich hätte jetzt keinen Anhaltspunkt, muss ich sagen. Ich kann was blind versuchen. Okay, dafür wird nicht funktionieren, aber. Hätte sein können, dass er darauf reagiert. Hier, versuch's doch mal mit sowas. Hier ist aber die Karte. Ist auch mal cool, diese deutschen Wörter, die sie damals in die Originalspiele eingebaut haben, irgendwie.
Hallo, Spongus. Bravo, Jade. Yay. Erinnert mich an den Tintenfisch mit Schokolade und Kiwi-Soße, den meine Tante Geneva machte. The fuck? Hallo, komm raus. Helix, Rupostris. Glückwunsch! Infos zu Riesenschnecken findet man nur schwer. Yay. Viele Infos hast du jetzt dadurch bekommen. Naja. Das Gitter, wissen wir ja. Ach sowas. Ach, keine Ahnung. Ha. Na, kommen sie an wieder? Natürlich kommen sie wieder. Gar nicht. Aber hey, er kann jetzt kämpfen. Jetzt hat er was zum Zuhauen. Njom. Viel Spaß da, Paige. Solange du vorankommst. Das geht nicht. Na los, hau rein. Kontoidentifizierung. Okay. Okay. Ein PB1 erhöht deine Energieanzeige um ein Herz. Nehmen wir. Warum nicht? Bravo, Jade. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Nicht so, als hätten wir Geldmangel für irgendwas. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie. Ich gehen. Ah. Was ist hier? Oh Gott, lag doch nicht so. Oh, das funktioniert sehr komisch so, aber gut. Hier, kannst einen haben. Gib einem Gefährten ein PP1. Wenn ich es nicht tut, dann meckert er die ganze Zeit und fragt danach. Mich, Jade. Wofür so denn? Ein bisschen Bauch einziehen. Hey, Jade! Zusammenbleiben, verdammt! Ja, ich komme sofort. Keine Sorge, bin ja hier. Dir wird nichts passieren. Pass auf, was du sagst, Fräulein. Respektiere die Älteren. Bist du denn alt? Weiß ich nicht, wie Schweine und Menschen im Vergleich altern. Vielleicht siehst du nur so alt aus und bist gar nicht älter als Jade. Who knows? Next-Gen-Grafik. Schwebende Räder. Oh wait, Old-Gen, nur in HD. Hol sie dir, Mädchen! Viel wichtiger, Geld. Jetzt! Bonk. Oh Gott. Ah. Runter von mir, elendes, was auch immer du bist! Sterbe. Eben mit der Combo. Aus irgendeinem Grund geben die Gegner Geld, wenn man die Combo benutzt. Also die Verzögerungsangriffe. Note. Danke, Jade. Oh, wenn's dich nicht gäbe, dann... Schon gut, alter Mann. Wir sollten los. Ich glaube, dass das Beste noch kommt. Das sich hat abgestaubt. Und dabei kam grüner Staub von ihm. Hat er sich seine Furzluft aus der Klamotte gerieben oder was? Los geht's!
Zeit für den Hammer! Dann benutzt doch deinen Hammer, Anidos, unter deinen Hintern. Du musst mir aufmachen, Jade! Ja. Ich komme wohl nicht drum herum, wa? Lass kommen. Guten Tag, Madame. Sie hatten ein halbes Schwein auf Toast bestellt? Ja, ich habe aber ein ganzes Schwein ohne Toast bekommen, wie es aussieht. Wo bin ich denn? Da. Komm, perfektes Bild. Was redest du da? Lanaris. Lanarien hassen das Licht. Es ist sehr selten, dass sie aus ihrem Bau kriechen. Okay, dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Dann lade mal. So. Das Viech, was Angst vorm Licht hat, strahlt so viel mehr Licht aus als die Lampen selbst. Naja. Irgendwelche Codes hier zu finden für den Safe unten. Ich muss mal gucken, wo ich diesen Code finde. Nur damit ich grob weiß, in welche Richtung das geht. Gibt es den hier zu finden? Gibt es den in der Stadt zu finden? Gibt es den nur online am Ende? Weiß ich nicht. Na, vergiss. Auf der Disc wird er nicht doch sein. Wir haben ja keine neuen Discs. Los geht's! Ist dieser Code in den Bonusmaterialien? Weil das die Outfits ja auch theoretisch Bonus-Items sind. Oh. Naja. Gehen wir erstmal weiter. Vielleicht ploppt da ja irgendwo auf. Nautilus-Muscheln. Meine Mathematiker-Kollegen sind von Nautilus-Muscheln fasziniert. Aber nur weil sie das so nennt, weiß ich, was das sein soll. Hey. Die waren nicht da. Ich hab's genau gesehen. Möchten Sie braunen oder weißen Toast zum Omelett, Fräulein Trampel? Dem Speck. Planurus Plarpustus? Oder was? Unglaublich. Es gibt noch Palinurusse da unten. Palinurus, okay. Trag einfach Wand, Jake! Tschüss. Jetzt! Zeit für den Hammer! Auf geht's! Autsch! Nicht auf mich! Phlegmit! Hey. Kann er mal fallen lassen. Yay. Yeah. Hi. Na. Wie gemein. Ich wusste gar nicht, dass deine Zange auch eine Keulenfunktion hat. Modell D53, kleine Lady. Schneidet, würfelt, plättet. Ich frage mich immer noch, wo das Ding eine Klinge haben soll. Naja. Das sind mehrere hintereinander? Wusste ich gar nicht. War das schon immer so? Sie werden jetzt zumindest nicht vom Fotoding erfasst, also. Es ist auf jeden Fall nur eine Optik zum überhaupt Dingensens, ich weiß. Vielleicht gab es sie schon immer, sie sahen, hat man nur nicht erkannt, weil es alte Grafik war. So PS2-Grafik. Kebabs. Kebabs. Konto-Identifizierung. Okay.
Ich finde es cool. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Kosteneffizienz, die Kebabs sind. Eine Büchse Kebabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. 150 für ein Herz oder 300 für alle Herzen. Ist nicht schwer zu errechnen, was besser wird. Zwei Herzen. Und aufwärts. Sieh mal einer, guck. Eine neue Freundin. Sieh mal einer, guck. Ich liebe solche dummen Sprüche. Auch wenn ich nicht weiß, wo das herkommt. Also bei ihm jetzt. Ja, du gehörst auch zu den ganz normalen dazu. Ja, Name existiert, also gescannt. Guten Abend, Madame. Ich frage mich, wie viele Leute da vorstehen und sich überlegen, wie komme ich da durch? Weil da oben rechts bei ihm steht, super Aktion, dass sie möglich ist, ne? Ich meine. Also okay, mit der neuen Grafik ist das doch sehr, sehr auffällig. Damals hätte man noch das vielleicht übersehen können, aber jetzt? Oh Gott. Sieh mal. Die beiden Kreaturen da hinten. Dann bann ihre Visagen auf Fotopapier und auf zur nächsten Bank. Ernsthaft? Publizieren? Ich würde so weiterschicken erstmal. Ich leite es an Mr. de Castellac weiter. Oder ist das Wort publiziert im Fotogenre normal? Ist weiterleiten. Ist das nicht veröffentlichen? Was weiß ich schon. Okay, cool. Wir werden ihn zermalmen. Bah. Gigant-Tee. Oh, Tee. Trollimax, das ist eines der Doms-Geschöpfe. Was sind Doms? Doms werden immer wieder als Böses genannt. Aber was ist denn Dom? Das Aliens vom Mond oder sowas? Einfach nur die... Oder ist das hier ein Wort für Tier? Ach, keine Ahnung. Sag einfach wann, Jake! Ja, hau ihn. Auf geht's! Aua. Oh, es hat mich da gerade getroffen. Los geht's. Ich hab es nur kurz angelockt, Jake! Jetzt bist du da! Ist das Kämpfen steif, ganz vergessen, ey. Los geht's. Jetzt! Runter von dir, Elendes! Was auch immer du bist! Danke! Hey, ich brauche Hilfe! Und wieder? Danke! Aber du mir auch helfen. Nicht? Ah, das ist in Ruhe. Runter von mir, Elendes! Was auch immer du bist! Okay. Interesting, das hatte ich noch nie. Trollimax. Kein Problem. Wir werden ihn zermalmen. Na gut. Ich habe es nur kurz angelockt, Jade. Jetzt bist du dran. Blub, 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 blub.
Sag wann, Jade! Jetzt so. Kein Problem. Ach, ich hab mich weg. Elendes, was auch immer du bist. Lass dich hauen. Los geht's. Deadwood-Attacke! Ach komm, gib mir nicht um. Ach. Gehen Sie weg von mir. Habe ich nichts getan. Oh wait, doch. Ich hab dich ein bisschen gehauen. Aber du hast angefangen. Oder? Er wird schwächer, Jade. Halt durch! Musik weg, Stock weg. Kein Überlebensinstinkt, wa? Mal zurück zu hüpfen. Nicht schlecht für ein kleines Mädchen und einen abgehangenen Schinken. Wir haben es geschafft, Paige. Ganz gut für einen alten Mann. Und natürlich eine Perle. Wenn du mich fragst, da ist etwas faul an diesem Herrn de Cadillac. Glückwunsch, Miss Jade. Sie haben... Moment. Mit Ihrem Boss habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. de Castellac hat es eigentlich nie gegeben. Schätze, ich schulde Ihnen eine Erklärung, Miss Jade. Hey, Taxi. Steigen Sie ein. Miss Jade, Sie haben den Situationstest voll und ganz bestanden. Situationstest? Ja. Bitte verzeihen Sie diese kleine Charade. Mein Name ist Han. Ich arbeite für das IRIS-Netzwerk. IRIS? Die Rebellenorganisation? Ja, die Rebellen. Wir kämpfen gegen eine Bedrohung, die niemand kennt. Wenn nichts geschieht, wird die gesamte Bevölkerung vernichtet. Ach, mit Hilfe der Alpha-Abteilung können wir die Doms zurückschlagen. Die Alpha-Abteilung ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für jeden, den sie retten, entführen sie 10 andere. Aber die Alpha-Abteilung beschützt uns seit Generationen. Sie kümmern sich um die Verwundeten, schlagen die Doms-Angriffe zurück. Ja, so zerstreuen sie jeden Zweifel und erschleichen sich ihr Vertrauen. Sie saugen alles Leben aus diesem Planeten, so wie sie es zuvor schon mit Hunderten gemacht haben. Die Hylianische Regierung hatte keine Zeit zu reagieren. Sie wurde komplett überrumpelt. Aber wir können die Alpha-Abteilung stoppen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Sie sind sich bewusst, dass ein Aufstand der Bevölkerung eine Katastrophe für sie wäre. Bringen Sie Beweise für diese Verschwörung und der Sieg wird unser sein. Mehr als je zuvor braucht das IRIS-Netzwerk Leute wie Sie, Jade. Helfen Sie der guten Sache. Wenn Sie sich für uns entscheiden, kommen Sie zur Akuda-Bar. Fragen Sie nach Peepers. Es ist allein Ihre Entscheidung, Miss Jade. Sagten Sie Peepers? In der Akuda-Bar. Und vergessen Sie die Losung nicht. Sicher in Ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung.
Sicherheitsmaßnahme? Diskretion ist der Schlüssel. Übrigens, fast hätte ich Ihre Belohnung vergessen. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder, Miss Jade. Also, was hält Fräulein Jade von diesem Hokuspokus? Wenn es einen Weg gibt, den Krieg zu beenden, dann müssen wir ihn gehen. Mr. Hahn. Jade. Wir sollten rausfinden, was hinter all dem steckt. Genau. Sind wir noch nicht fertig? Am Anfang haben wir den rechten Part hier ausgelassen. Ui. Ha. Hallo, ihr. Astugus erect. Identifiziert, datiert, ab. Ein erektes Tier, ja, ja. Fuck you, ich hab dich doch ausgestellt. Ja. Anyway, fuck you. So, kannst du aufmachen. Na, mach los auf. Los geht's. Auf da. Und dann konntest du dich aufmachen. Werkzeug ist jetzt erst da. Macht unten auf, macht links wirklich auf. Gut zu wissen. Du siehst ja mal krass aus. Also in HD. In Remaster. Du hast einen Peniskopf. Papillos. Bemerkenswert. Diese Größe habe ich noch nie gesehen. Die Bemerkung Peniskopf kommt jetzt nochmal anders rüber. Aber. Tschüss, Schwein. Direkt runtergehüpft. Okay. Okay, na dann. In die Stadt, würde ich sagen, wa? Ja, ich habe mal kurz geguckt. Den Code, den es in der Mine, für die Mine, den gibt es irgendwo später. Das ist irgendwas Neues. Also müssen wir uns jetzt nicht hier umgucken danach, sondern der wird irgendwann mal kommen. Finde ich ein bisschen frech, dass man dann super backtracken muss für ein random Stuff. Aber hey. Muss der Spielzeit heutzutage erschummeln, oder? Schweinchen, wo bleibst du? So, hängen geblieben komplett? Na. Nium. Weg in Chilis. Zu ruhig. Pipas, du kennst ihn? Akuda-Bar. In der Fußgängerzone. Ich kenne dich schon, oder? Nein. Fußgängerzone. Dann auf in eine Fußgängerzone. Ich nehme mal stark an, das heißt Innenstadt oder sowas. Wow. Wir könnten die Rennen machen spontan. Na. Nicht jetzt so. Wir sollten uns dieser Tage mal die Fußgängerzone ansehen. Wann immer du willst, Jade. Klingt gut. Ja, wir waren auf dem Weg. Mehr komische menschenartige Wesen zu fotografieren wahrscheinlich. Letzte Nacht wurden wieder 40 Leute entführt. Ui. Ja, diese Doms. Wir kommen alle noch dran. Das hylianische Wort sagt, dass das Iris-Netzwerk hinter all dem steckt. Würde mich nicht überraschen. Zum Glück gibt es die Alpha-Abteilung, die uns beschützt. Also schieben sie jetzt alle die Schuld an den anderen. Na gut, das ist normal, ne? Ey, was geht? Tier, Mensch. Ist das ein Coxapiens? Nee, Aquilius. Okay. Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Bitteschön.
Akude. Komm, ich gehe jetzt gar nicht erst in die Innenstadt. Mann, auf einmal werde ich total durstig. Du nicht? Ganz schön ruhig hier, wobei es ist mitten in der Nacht. Hallo Mo. Hi Jade. Warum heißt er nicht Mo? Taurus, ja, das macht Sinn. Stier. Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Hi, Paige. Willst du dir einen trinken? Die erste Runde geht auf mich. Oh, ich frage mich, wo man den Code jetzt herbekommt. Wait. Nee. Der Code, den hat man damals aus dem Internet bekommen. Man hatte damals ja so ein beim Speichern so einen random generierten Code und den musste man im Internet irgendwo eingeben. Seit ist natürlich schon seit 20 Jahren tot. Wurde irgendwie nachgebaut, aber ich frage mich, wo man den hierher bekommt. Naja. Oh wait. Das ist zu weit? Achso. Ist auch so komisch glitschige Textur. Identifiziert, datiert, abgelegt. Okay, dieser Film ist voll. Schön. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Yay. Und ich werde den Film neu laden. Dann lade mal nach. Na komm, hallo. Was geht ab? Zeit verschwenden. Hey, Francis. Hey, Jade. Kein Spielchen? Sollst der beste Spieler weit und breit sein. Da ist was dran. Niemand ist dumm genug, gegen mich zu wetten. Wetten? Natürlich, ich spiele auch nur zum Vergnügen, aber dann ist es nicht so interessant. Um was sollen wir wetten? Los, ich bin ein Spiel für 100 Einheiten, wenn du gewinnst, kriegst du 200. Und für 1000 lege ich meine Glücksperle auf den Tisch. Ja, dann liegt sie im Weg, ne? Viele haben es versucht, aber ich habe meine Glücksperle immer noch. Okay, ich versuch's. Möge der bessere gewinnen. Gut. Oh rein. Los! Yes. Oh Gott, es zieht sich sehr weird. Vielleicht soll ich einen Controller dafür benutzen. Also für das Spiel zumindest. Na, gib mir richtige Pucks. Eine zähe Runde. Gott. Alter. Controller. Also die Steuerung haben sie vollkommen für uns mit dem Spiel hier gerade. Bin ich immer die hintersten. So. Da. Gewonnen! Los! Warum sollte ich? Oh, der war cheat. Erste Runde war fake. So, ist doch mein Fair.
Los! Un poquito de benzina para tu lindo cartel, Juanito, el mecano a esta papeta, me tocó para que quieres el mejor. And the world. Un poquito de benzina para tu lindo cartel, Juanito, el mecano a esta papeta, me tocó para que quieres el mejor. And the world. Holy, 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 cuanto rueda del sol. Holy, 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 oh, cuanto rueda del sol. Holy, 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 oh. Schummler, besser, wenn du nicht schummelst. Stimmt, haben sie echt bei uns mit der Maus in diesem Fall. Egal. Wir werden später mal wiederkommen. Was geht? Ist Seven. Ah, Seven, sie heißt Sieben. Warum? Hast du gesagt, Rufus? Ich? Nein, gar nichts. Power. Wird 4 ist 8. Okay. Ich komm gleich. Hey, was geht? Du siehst scheiße aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Vielleicht doch. Hier, nimm bitte dieses. Nimm mir bitte dieses Ticket ab. Was ist das? Der Code für einen der Saves der Alpha-Abteilung. Dort bewahren sie auf, was sie den Italianern gestohlen haben. Weißt du, wo dieser Safe ist? In dem Schuppen am Brunnenplatz rechter Hand. Ich wollte nur meine Familie ernähren. Ich hätte es nicht stehlen sollen. Bevor ich benutzt konnte, war ich ganz alleine. Sie haben meine ganze Familie weggebracht. Du bist nicht allein, du musst tapfer sein. Bla, rechte Hand, whatever. Und noch so ein Code-Dings. Wie viele gibt's davon? Und wo kriegt die ganzen Codes her? Vulkanschlüssel? Ah, okay. Und noch eine CD. Vielleicht finden die am Ende eines im nächsten. Also Hovercraft. Oder ein Hovercraft, wahrscheinlich unseres. Schachfigur. Was war das? Power. Power. Nein, warte mal genau. J4S8. Ich bin böse. Breche ein. Oh, thank you. Sorry, Rufus. Das ist zwar sehr aufdringlich, aber Hillis braucht dich jetzt dringender als du. Bist du sicher? Also noch kämpfst du da. Na, kämpfst du nur für dich selbst, ne? Also was heißt noch? Aber du kämpfst doch nur für dich selbst. Was heißt denn hier für Hills? Ego.